Was ich wunderschön in San Francisco finde, ist, dass du so sein kannst, wie du willst. If you're going to San Francisco. Frank Marx ist verliebt in seine Stadt, in San Francisco. Deshalb hat der deutsche Auswanderer aus seiner Faszination einen Beruf gemacht und bietet Stadtführungen auf Deutsch an. Wenn ihr jetzt mal nach oben guckt, dann sind das die berühmtesten Beine von San Francisco. Das seht ihr nirgendwo so besonders wie hier. Das ist halt das alte San Francisco und das neue San Francisco. Hallo! Auf die Führung heute freut sich Frank seit dem Lockdown. Denn erst vor kurzem dürfen Touristen wieder aus Deutschland in die USA. Meine allererste Tour wieder nach 1,5 Jahren mit richtigen Touristen? Als erstes auf dem Programm die Fahrt mit einem typischen Cable Car. Es gibt ein ganz großes Seil unter der Erde in der Stadt und das läuft die ganze Zeit. Das heißt, immer wenn die Cable Car hier ist, dann greift diese Zange, greift das Seil und wird mitgezogen. Und wenn die dann loslassen, dann bleibt die Cable Car stehen. Das seht ihr gleich in Action. Der Tipp von Tourguide Frank für die volle Action, nicht innen sitzen, sondern sich außen an den Greifstangen festhalten. Vorsicht, Vorsicht, gut festhalten. Vorsicht! Guckt mal nach hinten, da seht ihr Alcatraz. Das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Da, wo die Verbrecher damals in den 30er bis 60er Jahren, die größten Verbrecher in Amerika. Nächster Stopp, die Lombard Street mit ihren engen Kurven. Bei Touristen beliebt, für die Anwohner manchmal ein Problem. Die Anwohner sind hier ziemlich genervt, weil halt sehr viele Touristen im alltäglichen Leben hier hinkommen. Die stehen dann entweder hier, das heißt, die Autos können nicht durch, oder die stehen auf der anderen Seite dann der Straße und machen natürlich ihre Selfies. Auch Franks Kunden wollen nicht darauf verzichten, machen das Foto aber ohne jemanden zu stören. Petra, Ines und Thomas haben lange warten müssen, um wieder nach San Francisco reisen zu können. Wir waren froh jetzt nach über 2 Jahren, dass wir wieder herkommen durften, unsere Tochter, Schwiegersohn und die 2 Enkel zu sehen. Und haben uns so gefreut, weil wir das Land auch lieben. Jetzt ist es für mich wieder aufregend, zum Glück endlich wieder nach Amerika zu dürfen und endlich auch die Traumstadt San Francisco zu erleben. Mit dem Cable Car geht die Tour weiter. Und auch Frank genießt die Fahrt. Denn für die knapp 900.000 Einwohner standen die Cable Cars wegen Corona lange still. Einfach toll, wieder auf der Cable Car zu sein, wieder den Touristen das erklären zu können und auch den Wind durch die Haare wieder zu bekommen. Das ist einfach ein geiles Gefühl. Frank führt seine Gruppe nach Chinatown. Das musste nach dem großen Erdbeben 1906 wieder komplett neu aufgebaut werden. Die Chinesen, die waren natürlich auch clever und haben dann gesagt, okay, wir bauen gemeinsam Chinatown wieder auf, aber so, wie die Touristen es möchten. Das heißt, alle Häuser, die ihr hier seht, die sind von amerikanischen Architekten gebaut worden, für Touristen. Und das war ein Vorbild für andere Chinatowns in Amerika. Deswegen ist es nicht so, wie es in China aussieht, sondern so, wie sich der Otto-Normaltourist das vorstellt. Und noch etwas hat den internationalen Siegeszug von diesem Chinatown aus angetreten. In einer kleinen, unscheinbaren Gasse. Ihr wart doch bestimmt schon mal in einem chinesischen Restaurant und habt dort am Ende Glückskekse bekommen. Ja. Und diese Glückskekse sind zum ersten Mal in San Francisco erschienen. Und zwar, die sind zwar nicht hier erfunden worden, aber ein cleverer San Francisco-Geschäftsmann hat diese Idee von einem Chinesen irgendwo beim Kaffee gehört und hat das dann übernommen. Hier ist die Golden Gate Fortune Cookie Factory. Hier wird wirklich noch, die ganzen Glückskekse werden hier noch richtig mit der Hand hergestellt. Wegen des Einreiseverbots kann der 44-Jährige lange nicht als deutscher Tourguide arbeiten. Er muss sich etwas einfallen lassen, bietet Online-Touren. Die Bay Bridge ist übrigens länger als die Golden Gate Bridge. Wir haben ja 2 Brücken, wir haben einmal die Golden Gate Bridge und wir haben die Bay Bridge. Virtuelle Touren reichen aber nicht, um genügend Geld zu verdienen und in einer der teuersten Städte der Welt zu leben. Gott sei Dank haben wir in Amerika aber Arbeitslosenhilfe bekommen. Das heißt, zum allerersten Mal haben die Leute wirklich auch Geld bekommen, was sie über diese Zeit gerettet hat. Vor seiner Zeit in San Francisco arbeitet Frank Marx als Schauspieler und Regisseur.
Seine Kinokomödie Männer zum Knutschen läuft auf vielen internationalen Filmfestivals, auch 2012 in San Francisco. 2016 kommt er wieder nach San Francisco und verliebt sich in Brent. Sie heiraten und Frank wandert aus. Und das ist mein Mann Brent. Hallo. Der spricht auch ein bisschen Deutsch. Ja. Ja. Willkommen in unserem Zuhause. Ja! Ihre Vier-Zimmer-Wohnung kostet $4,000 Miete im Monat. Vor Corona kein Problem. Doch in der Pandemie verliert Brent seine Arbeit. Das Paar muss von seinen Ersparnissen leben. Doch es gibt auch einen positiven Aspekt. Die beiden haben sich durch die viele gemeinsame Zeit noch besser kennengelernt. Frank hat sich über seine neue Heimat viel Insiderwissen angelesen. Nicht nur über die Sehenswürdigkeiten. Und dann gibt es natürlich auch tausende von Büchern über irgendwelche Spaziergänge, die schon gemacht worden sind. Also es gibt, glaube ich, insgesamt 600 Spaziergänge oder so in dieser Stadt, die irgendwo in Büchern schon mal geschrieben werden. Ich glaube, ich habe mittlerweile 80% aller Bücher, die es über diese Stadt gibt, gelesen. Und ich bin auch sehr, sehr viele Spaziergänge einfach auch schon abgegangen. Und also ich bin schon so viel gelaufen hier, das passt auf keine Kuhhaut. Mit Ines, Thomas und Petra geht die Tour weiter. So, und hier haben wir natürlich unser ganz großes Finale der Tour. Der ganze Stolz von San Francisco, die Golden Gate Bridge. Und die Farbe ist International Orange. So wird die offiziell genannt. Die zweistündige Gruppentour kostet 60 Euro pro Person. Für seine ersten Kunden aus Deutschland nach dem Lockdown ein voller Erfolg. Die Führung toll, was er alles erzählt hat. Frank ist ein ganz toller Mensch. Also ich war von Anfang an super begeistert von ihm. Man kommt in allerkürzester Zeit zu so viel Insiderwissen, das kannst du selbst nicht ergründen. Und es ist ganz schick, wie du das gemacht hast. Also ich bin begeistert. Oh, wir danken vielen dir. Dank. Vielen Dank. Die Lebendigkeit von Frank, das war also wirklich mitreißend. Es hat uns mitgerissen. Am Abend gehen Frank und Brent in ein asiatisches Restaurant. Hinter ihnen liegt ein schwieriges Jahr. Neben den beruflichen Hürden bekommt Franks Mutter Gundi in Deutschland auch noch Krebs. Frank und Brent holen Gundi mit einer Ausnahmegenehmigung für 2 Monate zu sich. Sie soll bei ihnen in den USA Kraft tanken für ihre Operation. Die drei machen einen Abstecher nach Hawaii. Hawaii war einfach wunderschön. Ihr ganzer Spirit, ihr ganzer Geist ist in San Francisco schon sehr wieder erwacht. Und in Hawaii ist er noch viel mehr erwacht. Sie war das erste Mal nach 40 Jahren wieder schwimmen. Sie fühlte sich wie ein junges Mädchen, das seine Träume wieder in die Tat umsetzt. Und es lohnt sich. Franks Mutter übersteht die Krebsoperation erfolgreich. Ein Happy End für 2021. Was wünsche ich mir für 2022? Natürlich, dass San Francisco komplett wieder zum Leben erwacht. Das heißt, dass noch mehr Touristen kommen, dass ich meine Touren weitermachen kann, dass ich vielleicht sogar irgendwann selber Lehrmeister sein kann für andere Tourguides. Auch der 51-jährige Brent will beruflich neu starten, sich als Marketingberater selbstständig machen. Ich glaube, 2022 wird großartig für uns beide. Auf uns wartet viel Neues. Und so schauen beide optimistisch in die Zukunft. Heute Abend genießen sie erstmal den Blick auf die beleuchtete Golden Gate Bridge in Franks neuer Heimat San Francisco. Raus.